So werden Eiweißriegel selber gemacht. Wir brauchen Honig, Eiweißpulver, Erdnusscreme, zermahlene Mandeln, Haferflocken, eine Schale, eine Waage, eine Brotdose und nachher auch einen Spritzer Leitungswasser. Mehr wird nicht benötigt. Ja, fangen wir an. Die Waage an auf 0. Ich gebe erstmal das Eiweißpulver da rein. So, das sind jetzt ca. 60 Gramm oder genau 60 Gramm. Dann gebe ich dazu Haferflocken rein. Ca. 150 Gramm, 40 Gramm. Dann kommen 100 Gramm von den Mandeln rein. Die Hälfte der Tüte. So, jetzt fange ich das schon mal alles an, so ein bisschen zu verrühren. Dass sich das nachher besser verteilt. Das mit den Händen machen oder. Ja, jetzt wo das gut durchgemischt ist, gebe ich dann Erdnussbutter rein. So. Sollten so ungefähr 30 Gramm rein. Nach Geschmack kann es natürlich auch mehr sein. Das Ganze hier runter. Geht ein bisschen schwierig. Ja, so. Als nächstes kommt dann Honig. Mache ich immer so ca. 50 bis 60 Gramm rein. Upp, bisschen mehr jetzt. Naja. Auch nicht mehr. So, und im Prinzip war es das jetzt schon an den Zutaten. Jetzt wird das Ganze nur noch mit der Hand durchgemischt. Das mache ich mal hier über die Spüle. Was klebrig die Angelegenheit. Schön durchkneten, dass sich der Honig und die Erdnusscreme auch richtig vermischen. Schon so ein bisschen knubbeliger hier alles drin. Wie so ein Granulat entsteht dann fast. Wenn das dann so granulatartig ist, dann kann man ein bisschen Wasser dazugeben. Nur einen Schluck, damit die nachher nicht zu feucht sind. Das ist vielleicht fast schon zu viel. So, mal gucken. Das muss nachher eine klebrige Masse ergeben, die wir dann formen. Die braucht dann nur über den Kühlschrank noch auszuhärten. Schon ein bisschen jetzt klumpiger, aber das reicht noch nicht. Jetzt kommt da noch ein bisschen Wasser rein. Ein Spritzerchen darf es noch sein. Ja, das
ist schon eine Masse. Aber das reicht noch nicht. So, jetzt habe ich noch mal ein bisschen das auf dem Boden, das Wasser aufgesaugt. Und nun ergibt es auch eine ganze Masse. So, jetzt haben wir hier so einen Klumpen. Den tue ich einfach in die Brotdose. Drückt den ein bisschen platt. Vorne ist also was draus, dass ich mir da hinterher dann mal eine Riegel draus schneiden kann. Ja, so, fertig ist es. Jetzt muss das Ganze eigentlich nur noch im Kühlschrank mindestens eine Stunde auskühlen. Und dann kann man hier so einzelne Riegel aus der Masse rausschneiden und hat dann seinen Eiweißriegel. Die Konsistenz ist auch nicht klebrig oder so, also man kann das dann auch gut mit den Fingern essen. Wie gesagt, das ist eigentlich nur Deckel drauf. Und für mindestens eine Stunde im Kühlschrank. In der Dose im Kühlschrank sind die dann auch eine gute Woche haltbar. Kann man problemlos essen, da schimmelt dann auch nichts. Ja, das war's.